Hallo, ich bin Michael, bin 17 Jahre alt, komme aus Köln, aus der Südstadt. Und mein Spitzname ist Gorilla, weil ich beim Trainieren laut schreie und viel Gewicht stemme. Wir haben hier 30 Mitarbeiter in der Technik. Das heißt, sie konstruieren Produkte. Wir bilden hier auch Leute aus. Wir haben hier nicht mal die klassische Schlosser-Elektriker-Ausbildung, weil wir einfach sagen, die Zukunft ist der Mechatroniker. Mein Traumberuf seit der Grundschule schon ist halt Polizist zu werden, also Beamter. Und ich bin jetzt zum Beispiel beim Causa Jugendforum, weil ich einen Plan B auch noch haben möchte. Ich schieb's mal hier so in die Mitte. Solche Aggregate werden so ein bisschen wie so ein Automotor. Ja, ich sage immer, wir sind so ein bisschen wie Formel 1, wie Toyota hier in Köln. Wenn die einen Formel 1 Motor zusammenbauen, die haben auch nur 4-5 Stück. Unsere Maschinen halten bis zu 20 Jahre, die sind weltweit unterwegs. Ich wusste nicht so viel über die Ausbildungsplätze hier in Köln, dass es so viele gibt, dass es so viele verschiedene gibt, dass es auch jetzt für Migranten, also auch die Quote hoch ist, dass sie auch sehr viele Migranten suchen, zum Beispiel jetzt bei der Polizei oder bei der Stadt Köln, ja, weil da die Ausländer halt meiner Meinung nach so denken, dass sie sagen, ja, Stadt Köln, Polizei, ah, die nehmen mich sowieso nicht an, wieso soll ich mich da bewerben? Und hier wird halt gezeigt, dass es eben halt nicht so ist und dass alle Türen offen stehen.